in der Qualifikation der weiteste gewesen mit 128 Metern. Wie läuft es jetzt für ihn? Kam es doch. 131 Meter in etwa, um in Führung zu gehen. Und Wahnsinn, wie weit er geht. Solo kann Telemark gesetzt unten, also das ist wirklich unglaublich. Man muss sagen, Martin, es war die absolut richtige Entscheidung, da zu verkürzen. Auf geht 13, 2 geht's tiefer als noch zuvor Daiki Ito. Es ist einfach, wenn du da Aufwind ein bisschen auffrischt, dann kannst du 3-4 Lücken noch runtergehen, wenn die Jungs gut hupfen, fliegen sie unten weg. Aber wenn man jetzt beim Kamel gesehen hat, ich meine, es war brutal weit, 140 Meter. Aber das sitzt und das ist Schanzenrekord, Martin. Das ist, er stellt den Schanzenrekord ein von Andy Kofler und auch von Roald Löckelsoy. 140 Meter, naja. Und wie gesagt, Michael Heiböck und Stefan Kraft, Peter Breutz, die kommen noch. Also könnte es einen neuen Schanzenrekord heute geben. Kamil Stoch natürlich jetzt einmal klar in Führung. Der erst bei der Vierschanzentournee wieder zurückgekehrt ist. Ja. Nach seiner Sprunggelenksverletzung, die er sich in Anfang der Saison zugezogen hat. Kamil Stoch. Das wird er sich nicht nehmen lassen heute, glaube ich. 129 Meter in etwa, Martin, braucht Kamil Stoch, um wie in Zakopane zu triumphieren. Ja, das wird eine knappe Geschichte. Ja. Wirklich, auch Probleme gehabt, noch ein Tisch. Ist ein bisschen abgeschmiert auf die Seiten, dann hat er sehr viel Höhe verloren und dann ist er so nieder, dass nicht einmal mehr der Kamil gescheit ins Fliegen kommt unten. Ja, Gratulationen empfängt da schon Roman Kudelka. Jetzt doch, 125,5 Meter. Das reicht, auf dem Podest steht. Als Vierter, Kudelka gewinnt. Als